Und mit diesen fünf einfachen Schritten habt ihr in 5 Minuten gelernt, wie ihr das Spektrum zum Beispiel bei einem Mitmachtreffen benutzt. Oder ihr nehmt das Video direkt als Anleitung und lasst euch als Gruppe von uns durch die einzelnen Schritte leiten. Du machst den Kurs einzeln? Prima. Die Übung funktioniert auch einzeln. Zum Beispiel, um dir einen realistischen Plan zum Mehrwerden zu machen oder um eine Vorarbeit für eine Gruppe zu machen, bei der du mitmachst. So bereitet ihr euch vor. Ihr braucht ein ganz großes Blatt oder eine Tafel und Klebezettel. Malt ein leeres Spektrum auf das Blatt und markiert die Positionen mit plus, 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 null, minus und minus, minus. Dann schreibt euer Ziel oben auf das Blatt. Und jetzt legt diese Dinge erstmal beiseite. Wenn ihr in einer Gruppe seid, dann setzt euch jetzt zu zweit zusammen. Wenn du einzeln bist, folgst du einfach der Anleitung und bleibst erstmal wie du bist. Schnappt euch die Klebezettel. Schreibt pro Person mindestens 5 Gruppen oder Organisationen auf, mit denen ihr persönlich verbunden seid. 5 Gruppen oder Organisationen, mit denen ihr persönlich verbunden seid. Zum Beispiel der Kindergarten oder der Sportverein eurer Kinder. Die 4 NachbarInnen, mit denen ihr ab und zu Tee trinkt. Eine bestimmte Kirche oder Moschee, in die ihr regelmäßig geht. Vielleicht geht ihr auch nicht selbst hin, sondern eine Person, die ihr gut kennt, geht dahin. Schreibt jede Gruppe auf einen Zettel. Und helft euch gegenseitig beim Schreiben. Erwartet nicht, dass jede Person einfach so schreiben kann oder möchte. Dann eine neue Runde mit Klebezetteln. Schreibt jetzt pro Person mindestens 5 Gruppen oder Organisationen auf, die irgendwie mit eurem Ziel verbunden sind. Dafür, dagegen, egal, schreibt sie einfach erstmal auf. Auch wieder pro Zettel eine Gruppe. Wenn 5 Gruppen zu schwer sind, dann helft euch gegenseitig, zum Beispiel durch Nachfragen. Aber lasst euch unbedingt genug Zeit, dass jede Person einige findet. Hängt jetzt das Spektrum auf, das ihr vorbereitet habt, und erklärt es. Wie ihr das erklärt, könnt ihr im vorherigen Video oder auf dem Handout sehen. Und dann klebt als Beispiele einige Zettel mit Akteuren ein. Wenn ihr bei manchen Akteuren nicht gleich wisst, wo sie stehen, könnt ihr sie erstmal außerhalb des Spektrums einordnen. Und jetzt stellen alle 2er Gruppen nacheinander ihre Akteure vor. Und sie kleben sie dort ins Spektrum, wo sie positioniert sind. Wenn du allein bist, klebst du einfach deine Zettel ins Spektrum ein, wo du denkst, dass sie positioniert sind. Falls 2er Gruppen nach Hilfe von der großen Gruppe fragen, dann unterstützt gern. Aber dieser Teil sollte schnell gehen. Hier wird noch nicht groß diskutiert und schon gar nicht in Frage gestellt. Lass die 2er Gruppen ruhig erstmal machen. Wenn dann alle ihre Zettel eingeklebt haben, bewundert gemeinsam das Ergebnis. Ihr werdet jetzt merken, je mehr und je unterschiedlichere Menschen ihr schon durch die persönlichen Gespräche gewonnen habt, desto größer und diverser auch euer Netzwerk und eure Optionen zum Bündnis- und Machtaufbau. Jetzt könnt ihr weiter ergänzen und diskutieren. Wer fehlt? Oft finden Gruppen viele Akteure auf ihrer Seite oder in neutral, aber vergessen die GegnerInnen. Wer könnte vielleicht auch woanders stehen? Welche Akteure sind zentral, haben zum Beispiel viele Verbindungen, viele Ressourcen? Wen könnt ihr für euer Anliegen gewinnen? Wen vielleicht eine Position weiter zu euch verschieben? Über wen braucht ihr erstmal mehr Infos, zum Beispiel durch ein persönliches Gespräch oder eine Recherche? Entscheidet, was eure nächsten Schritte sind. Legt fest, wer bis wann erreicht werden soll und was ihr klären wollt. Wer macht was? Und wer braucht was, um das zu erledigen? Trefft verbindliche Verabredungen und haltet euch daran oder hakt nach. Je näher ein Akteur an eurer Position ist, desto eher bietet sich an, direkt etwas gemeinsam zu machen, um einen anderen Akteur zu erreichen, der weiter weg ist. Bei den AkteurInnen, die ihr noch nicht einordnen konntet, ist ein Gespräch oder eine Recherche der nächste Schritt. Das Spektrum der Verbündeten ist ein Werkzeug zur kollektiven Strategiebildung. Es hilft euch dabei, die Netzwerke und damit die Ressourcen in einer Gruppe zu erkennen und bessere Entscheidungen zu treffen, wen ihr wann ansprechen wollt, um sie auf eure Seite zu bringen. So, das war es erstmal von uns. Wir hoffen, ihr könnt mit dem Zusammenspiel von persönlichen Gesprächen und gemeinsamer Strategiebildung mehr werden und eure Ziele durchsetzen. Ihr habt Fragen oder braucht Unterstützung? Ihr wollt auf euren Fähigkeiten aufbauen und sucht Trainings zu tiefergehenden persönlichen Gesprächen, Werkzeugen und Haltung? Oder ihr sucht Prozessbegleitung für eure Strategieentwicklung und Bewegungsaufbau? Dann schaut euch die Ressourcen an oder meldet euch direkt bei uns.